Hallo und willkommen hier zurück. Wir wollen dann mal in diesen vergessenen Tempel der Elfen reisen. Ich hatte ein bisschen versucht, Bären zu jagen, aber die Bären lassen die Großbärenfälle nicht fallen. Wir müssen einen anderen Ort finden für Großbären. Da habe ich nämlich jetzt keine Idee. Absolut keine Idee. Aber gut. Erstmal Elfentempel sichern. Der Gott der Geheimnisse erkundete das Gebiet. Hier war jemand. Wow, Forscher im Tempel. Dieses kleine Buch scheint eine Sammlung von Notizen zu sein, die den Daten zufolge im Laufe von 3 Jahren niedergelegt wurden. Sie beschreiben die Suche der orlesianischen Archivars Lord Gretien Fawkes nach etwas, das er Diethamens Weisheit nennt. Der elfische Gott der Geheimnisse verschwand zusammen mit all seinen Verwandten, so behauptet die Legende. Doch seine Priester blieben zurück und hatten angeblich die Fähigkeit, alles zu sehen und zu wissen. Ich glaube, dass das auf Magie zurückzuführen ist und nicht auf ein göttliches Geschenk. Magie, die bis heute in Schätzen weggesperrt ist und mit der Hilfe meiner Gefährten hoffe ich, das zu beweisen. Ich glaube, ich habe einen Tempel von Diethamen gefunden, den Locus seiner Weisheit oder zumindest die Ruhestätte des letzten Hohepriesters, der sie angeblich besaß. Laut meinen gesammelten Informationen müssten es Möglichkeiten sein, den Geist dieses Hohepriesters aus dem Äther zu beschwören. Nicht möglich? Diethamens Rituale werden fraglos dazu führen. Vielleicht wird uns hier bald eines der ältesten Geheimnisse offenbar, von dem wir überhaupt Kenntnis haben. Das ist aber schon länger her. Das Lager ist verlassen. Tja, dann gehen wir mal weiter. Der vergessene Diethamen-Tempel entdeckt. Pfad der Schatten. Da ist eine Runeninschrift. Ich brauche Feuer. Die Kammer des Leids. Untersuchen. Das sieht seltsam aus. Erfordert Schleierfeuer. Tja. Das ist schlicht. Pfad der Schatten. Flechten. Dann geht's einmal nach rechts, runter. Auch nur Tiefenpilz und Feuer. Und ein Hof. Ziemlich groß, der Laden. Was da wohl drin ist? Gehen wir durch das Tor? Woraus besteht das eigentlich? Keine Ahnung. Einer weniger! Aber zuerst müssen wir Schleierfeuer finden. Tag auf. Da haben wir einen Hebel. Kammern des Flüsterns. Lesen. Forscher im Tempel. Auf dieser Schriftrolle wurden in wütenden Lettern mehrere Notizen gekritzelt und zum Großteil wieder durchgestrichen. Enthüllt das Herz, vereint es mit der Flamme und gemeinsam formen sie den Schlüssel zur Befreiung, zum Fortschritt. Die Übersetzung ist nicht eindeutig und außerdem ist diese Feuerstelle sicher nicht die fragliche Flamme. Ah. Ist ebenfalls eine Rune. Embryum. Was habe ich da eben eigentlich mit diesem Hebel gemacht? Ich weiß es nicht. Naja, wir folgen einfach mal mit dem Pfad. Mehr können wir eh nicht machen. Oh, guck an. Eine Barrikade. Vernichtet sie. Ein Mosaikteil. Einmal plündern. Befreiung der Sklaven. Bald haben wir das. Verzauberte Harnisch. Beinschienen. Forscher im Tempel. Sie wollten mich in der Nacht holen, aber ich lasse sie mir nicht wegnehmen. Ich finde, der Thamens Weisheit auch ganz alleine. Diese Verräter wollen Reichtümer für sich selbst. Sie haben keine Ahnung, wie sie den Rest des Rituals entschlüsseln sollen. Hiermit verkünde ich, dass mich, Lord Gretien Fawkes, keine Schuld daran trifft, was ihnen zustoßen mag. Überhaupt keine. Noch einer der Forscher?
ist mit seiner Beute gestorben. Das ist dämlich. Naja, sagen wir mal so. Er wollte nicht heilen. Die Zuflucht. Grüfte der Vergessenen. Alter, ich brauche irgendwoher mal dieses verdammte Schleierfeuer. Kammer der Pein. Öffnen. Merci. Grüfte der Vergessenen. Hier sind überall Runen, verdammte Axt. Forscher im Tempel. Mir ist einerlei, was Lord Gerätsehen behauptet. Letzte Nacht haben Stimmen uns im Schlaf etwas zugeflüstert. Das sind keine kindischen Ängste. Es ist dieser Ort. Lohnt es sich, nach diesem Artefakt zu suchen, wenn wir dabei die Aufmerksamkeit von Geistern auf uns lenken? Und woher wussten die Geister unsere Namen? Sie kannten persönliche Einzelheiten, Dinge, die ich lieber vergessen würde. Ich würde am liebsten verschwinden, aber dann verlöre ich den gesamten Lohn des vergangenen Monats. Oh. Haha, wir haben es endlich gefunden. Na, geht doch. Der vergessene Thumb-Tempel. Unser Oberster, er hintergeht uns. Die honigsüßen Worte tropfen von seiner Zunge. Wir wissen um die Verzweiflung, die sie übertünchen. Wir Jünger von Dithamen kennen die Wahrheit. Jetzt und schon immer. Seltsam, dass ich das verstehe. Hier ist uralte Magie am Werk, die jedem gestattet, die Geheimnisse dieses Ortes zu verstehen. Okay. Das ist heftig. Ziehen. Was auch immer ich damit wieder geöffnet habe. Die Hände der Pein nehmen. Es ist, als würde der Altar aufwachen. Geborgene Überreste. Okay. Von Blutmagie. Unversehrt aufbewahrte Organe. Vielleicht eine Strafe. Entweder eine Strafe oder ein Schutz. Wohin gelangt man mit diesem Schlüssel? Ich wette, die armen Schweine hatten keine Zeit, ihn zu benutzen. Hinter den Ritualbereich vielleicht? Ha, maybe. Der vergessene Thumb-Tempel. Der Oberste verspricht Sicherheit. Ich werde unsere alten Geheimnisse bewahren, sagt er. Alles, was der Thumb uns einst gewährte, wird sicher sein. Aber dabei will er unser Blut. Ein Opfer, dunkel und unheilig. Ein Gefängnis des Bösen, das uns ein und alles andere aussperren soll. Interessant. Nein! Und die Fackel erlischt. So eine Kacke. Forscher im Tempel. Dieser Mensch war ein Krieger und ist vielleicht seit ein paar Monaten tot. Seine Haut ist trocken und spannt über den Knochen. Anscheinend wurde er von hinten erstochen. Sein Gesichtsausdruck zeigt immer noch entsetzlichen Schrecken. Forscher. Was hat ihn getötet, frage ich mich. Tja, das können wir nicht sagen. Ach du Scheiße, ist das riesig. Ich renne mal wieder zurück. Haben wir jetzt die Fackel. Da unten gibt es noch was zu untersuchen.
Da... Könnte ich runterspringen? Soll ich es tun? Warum nicht? Untersuchen. Erfordert Zugang des Flüstern. Erfordert Ohren des Gleichgültigen. Erfordert das Herz des Mutlosigen. Erfordert Kopf des Leidens. Wir beschwören den hier wieder. Forscher im Tempel. Mehrere Papiere und Notizen wurden in ein kleines Büchlein eingelegt. Es ist voller eingetrockneter Blutflecke und mit Staub bedeckt. Der noch am besten lesbarste Eintrag ist der letzte. Wir sind nach wie vor nicht sicher, warum Lord Gretchen mitten in der Nacht weggerannt ist. Die anderen denken, die Albträume sind schuld, aber sie sagen, dass Stimmen mit ihm sprechen. Wir haben abgestimmt beschlossen, die Suche nach Death Summons Weisheit fortzusetzen, da wir sonst alles verlieren, wofür wir gearbeitet haben. Es wird nicht einfach werden, alle Notizen von Gretchen zusammenzusetzen. Ich weiß nur, dass wir die von den Feuerständen enthüllten Relikte in diese Flammen legen müssen. Das gehört wohl alles zu irgendeinem elfischen Ritual. Das einzige Gruselige dabei sind die vielen verrotteten Organe. Lord Gretchen glaubte, sie gehörten dem Hohepriester dieses Tempels und dass wir ihn irgendwie wieder zusammensetzen müssen. Ich finde es ja schon bedenklich, dass die Elfen ihren Hohepriester überhaupt auseinandergenommen haben. Ja, das ist bedenklich genug. Da stimme ich Ihnen 100%ig zu. Und da vorne haben wir. Seid vorsichtig, was ihr aus diesen Organen zusammensetzt, mein Lieber. Alte Rituale wie dieses könnten alles bedeuten. Das glaube ich auch. Und wir können die Kugel hier noch nicht mal aktivieren. Wir müssen quasi erst diesen Schleier öffnen oder wie auch immer. Wahrscheinlich wird es hier rundherum geöffnet. Die alte Magie ist stark hier. Ich glaube, das ist das Herz dieses zerstörten Tempels. Ha, sollen wir da durch? Magisch versiegelt. Also wir müssen den Kerl töten oder auf jeden Fall erstmal erschaffen. Gelangt man mit dem Schlüssel also. Tja, auch nicht schlecht. Schön die Wände abklappen. Mechanismus geöffnet. Dann steht da. Oder auch nicht. Pfad der Geheimnisse. Oh je, Mini. Ich habe mich jetzt schon in dem Tempel verlaufen. Der vergessene Death Hunter-Tempel. Wir lassen das nicht zu. Wir lassen das nicht zu. Die Geheimnisse sind Wahnsinn in unseren Ohren, aber sie gehören uns. Der Oberste kann sie uns nicht wegnehmen. Nur Death Hunter, unser Hüter, nur er. Und wenn er uns die Geheimnisse nicht wegnimmt, gehören sie für immer uns. Eieieiei. Ah, da können wir auch eine Feuerstelle entzünden. Und da ist noch eine Flechtrebe. Links, rechts, geradeaus. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Und sehe auch keine weiteren Runen. Auf der Seite hier ist es schon ein bisschen wenig mit den Runen. Kann nur mit einem besonderen Mechanismus geöffnet werden. Das Herz der Mutlosigkeit nehmen. Der vergessene Thumb-Tempel. Denn mit seinem Herzen ist unser Oberster gebunden. Das Geheimnis, das er bewahrt, bewahrt er mit uns. Die Wache, die er hält, hält er mit uns. Seine Angst wird uns nicht schwächen. Niemand soll kommen, geschätzter Mentor. In unserer Ewigkeit herrscht nur die Dunkelheit. Oh Mann. Wir sind doch alle irre. Thank you.
Holy shit, was für Kämpfe. Also die arkanen Schrecken sind definitiv nicht meine Freunde. Ich mag sie nicht. Aber ich bekomme unendlich viele Lebern und was weiß ich nicht alles von denen. Für was brauche ich das? Naja, schauen wir uns mal weiter um. Hier müsste irgendwas sein. An den Wänden. Ah, hier das meint er. Okay. Ach, verdammt. Da wäre eine Feuerstelle gewesen. Ich habe sie nicht gesehen. Mal nochmal an den Anfang. War hier noch etwas zum Erkunden? Auf jeden Fall wird uns hier irgendwie was angezeigt. Ah, der Tiefenpilz. Okay, scheiß drauf. Ich will Runen lesen. Aber mal wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.